Natürlich denken viele Menschen auch immer, dass man als Influencer überbezahlt ist, aber man muss auch bedenken, man muss sehr viel Privatsphäre hergeben. Hi Freunde, ich bin hier gerade mit dem Kamerateam heute unterwegs, denn wir drehen etwas fürs ZDF. Mein Name ist Marco, ich bin 19 Jahre alt und ich bin Influencer. Mit der Bundeskanzlerin Angela Merkel verbinde ich eigentlich so komplett meine ganze Kindheit, denn ich bin ja 2002 geboren, sie kandidiert seit 2005, also ich bin mit dieser Frau aufgewachsen. Die meisten Follower habe ich momentan auf TikTok, da habe ich 2,3 Millionen Follower. Instagram, da habe ich um die 450.000 Follower und YouTube habe ich 70.000 Follower. Influencer ist man schon ab 20.000 Abonnenten auf YouTube. Aber einige sagen auch, man ist Influencer ab dem Punkt, wo man eben Geld verdienen kann damit. Geld als Influencer verdienst du quasi damit, indem dich bestimmte Werbepartner anschreiben, dich eben nach einer Kooperation fragen und dafür bekommst du natürlich dann auch eine gewisse Gage, indem du zum Beispiel diesen Post für diese Firma machst. Diesen Einfluss, den ich durch diese Reichweite habe, ist mir auf jeden Fall bewusst. Für die jüngeren Leute versuche ich auch Vorbild zu sein, indem ich zum Beispiel mich für Themen einsetze, die noch sehr stark von der Gesellschaft eben nicht beachtet werden. Und gerade im jungen Alter ist es ja oft so, dass sich Menschen einfach unwohl fühlen in ihrem Körper oder so und gemobbt werden deswegen. Und da versuche ich dann einfach ein Vorbild zu sein. Versuche diesen Leuten klarzumachen, dass es egal ist, wie groß du bist, welche Hautfarbe du hast, egal welche Sexualität du hast, ob du ein bisschen dicker bist, ein bisschen dünner. Es ist völlig egal, du bist du und so bist du perfekt. Hi. Hi. Also ich bin der Kilian, ich bin 20 Jahre alt, ich bin der beste Freund von Marco und ich unterstütze ihn auch mit allem so. Also ich habe auch schon so als Homosexueller schon so wirklich, sag mal, böse Texte gelesen von anderen Leuten, wo sie die Leute so, sag mal, beleidigt hat oder, sag mal, doof angeredet haben so. Ja, also ich nutze meine Reichweite natürlich auch, um gerade Hass im Netz einfach ein bisschen abzuschaffen sozusagen oder auch für die LGBTQ-Szene oder Black Lives Matter und ich zum Beispiel, ich hatte damals auch so eine Zeit in der Schule, wo halt eben auch viel mit Hänselerei und Mobbing zu tun hatte und seitdem bin ich da eigentlich so in dieser Einstellung, dass ich halt eben sage, ich möchte diesen Menschen, die da betroffen sind, einfach helfen. Aber natürlich gibt es auch dann immer wieder, gerade wenn es zum Beispiel mehr Reichweite bekommt, dieses Bild, dann gibt es natürlich immer Menschen, die sagen, dass so etwas nicht normal ist oder die halt eben versuchen, da eben dieses Negative wieder quasi als richtig zu sehen. Also kommt natürlich ganz, ganz oft bei solchen Beiträgen vor, aber ich sage immer so schön, ich stehe da drüber, weil es ist einfach wichtig, dass man sich dafür einsetzt. Auch wenn es nur ein paar hundert Menschen sind, die ich da quasi umstimmen kann und eben auf den richtigen Weg leiten kann, dass Hass im Netz nicht korrekt ist. Von der Politik wünsche ich mir, dass gerade dieser Hass, der im Netz verbreitet wird, viel härter bestraft wird, als dass es nur gelöscht wird quasi von den Plattformen. Denn ich finde, das ist einfach nicht okay. Man macht damit Menschen kaputt. Wir bereiten hier gerade so ein kleines Achterbahn-Quiz vor, weil wir sind ja dann morgen im Europapark. Und da haben wir eben so geplant, dass wir in der Achterbahn sitzen und dann eben mit der Kamera, also ich schätze mal, ich filme mit dem Handy, aber ich weiß noch nicht, ob es erlaubt ist, ich hoffe natürlich, dass wir da eben so ein kleines Achterbahn-Quiz machen, weil ich glaube, sowas gab es auf TikTok oder generell auf Social Media noch nie. So, ihr Lieben, ich habe jetzt Kili abgeholt, wir haben noch kurz was zu trinken gekauft und jetzt geht's in den Europapark. Yes. Dass ich jetzt in den Europapark endlich mal wieder kam, bedeutet mir natürlich irgendwo sehr viel, denn das war meine Kindheit, ich bin damit aufgewachsen. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall übertrieben krass darauf und kann es wirklich kaum erwarten. Mein Bein stand in der Bibra! Welches Sternzeichen bin ich? Wann habe ich mit Social Media angefangen? In welchem Jahr? Mein Fall 2013! Ich bin für heute soweit fertig mit Drehen. Die haben uns hier sogar noch die GoPro hier gelassen. Also dann können wir noch so ein bisschen mitfilmen. Und das genießen wir noch die letzten eineinhalb Stunden, die wir noch haben hier.
finde es eigentlich immer ganz cool, so einfach mal die Leute, die dich verfolgen, so in echt zu sehen. Weil man hat ja immer nur so diese Accounts vor Augen und dann die Leute echt mal so in Real Life zu sehen, finde ich immer ganz cool. Ja. Leute, das ist heftig hier. Oh mein Gott. Leute, schreibt mal alle Hallo. Dadurch, dass ich hier in der Öffentlichkeit stehe, stehen auch gleichzeitig meine Mutter Cheyenne und meine Schwester in der Öffentlichkeit. Wenn wir zum Beispiel manchmal unterwegs sind in der Stadt oder so, dann werden sie natürlich auch manchmal kennt. Dann fragt zum Beispiel ein Mädchen, ey, bist du nicht die Mutter von Marco? Und anfangs war das natürlich für die alle auch Neuland, aber mittlerweile gehen sie damit auch ganz offen um. Zum Beispiel, wenn ich auch liebe Grüße an Cheyenne ausrichten soll oder so, dann freut sie das natürlich auch immer. Auch meine Schwester und Mama, die machen da auch immer ganz gut mit. So. Chico, komm her. Und sonst, wie läuft es sonst? Wie meinst du? Zeit mit den Bildern, mit den Aufrufen. Ja. Wird wieder besser. Geht, aber ich mache jetzt also heute wieder ein Bild wahrscheinlich. Muss ich aber noch überlegen, was ich da am besten mache. Also wohin ich da wieder gehe. Hier im Herzenswald. Da ist wunderschön. Kannst also meinst du, dass ich da hinfahre? Ja, da kannst du richtig tolle Bilder machen. Also mit Influencer konnte ich am Anfang gar nichts anfangen. Aber jetzt mit der Zeit, ja, das macht ihn glücklich und ja, ich bin richtig stolz auf ihn. Ich mache jetzt hier kurz eine Story, dass meine Zuschauer auch wissen, wo ich jetzt gerade bin, also dass ich mit meiner Familie ein bisschen Zeit verbringe, genau. So, Freunde, wir sind jetzt hier wieder am Fluss mit meiner Mama, meiner Nichte und meiner Schwester. Und ja, wir kühlen uns jetzt hier erstmal ein bisschen ab, weil heute ist so warmes Wetter. Okay, kannst du kurz filmen? Natürlich denken viele Menschen auch immer, dass man als Influencer überbezahlt ist, aber man muss auch bedenken, man muss sehr viel Privatsphäre hergeben, was man eben eigentlich nicht wirklich tun würde. Aber ich zum Beispiel muss sagen, ich bin damit aufgewachsen, quasi, dass ich mein Privatleben teile und deswegen bin ich damit auch völlig okay. Aber es ist natürlich für viele immer ein sehr schweres Thema. Wie geht's? Savage Love, okay? Warte, ich stelle dich am besten so hin. Marco, schon einmal, gell? Drücken oder draufbleiben? Draufbleiben, ja. Der Marco verdient für einen 18-Jährigen auf jeden Fall viel Geld. Aber solange er es spart und nicht verdummt, ist das für mich ganz okay. Also mir sieht das ja jeden Tag im Alltag, was er alles machen muss, was er alles leisten muss. Also es ist schon, man sieht es von außen nicht, aber wenn man dann mit drin ist, ist es schon wie ein Beruf. Aber man weiß halt nicht, wie lange. Kann von jetzt bis nachher zu Ende gehen. Und heutzutage ist es einfach so, eine Lehre ist einfach wichtig. Dann auch mal, ja, wenn es einfach kein TikTok mehr gibt, kein Instagram mehr. Wie geht's mit Social Media weiter? Läuft es gut oder läuft es nicht gut? Da möchte ich auch die nächsten Jahre auf jeden Fall noch eine Ausbildung absolvieren. Meine Mama hat mich da wirklich schon seit Beginn auf vorbereitet quasi, hat gesagt, ich soll mein Geld sparen, so habe ich es eben gelernt. Ja, die sind süß. Wow! Oh. Die sind perfekt, ja, oder? Boah, die sind voll schön. Ja. Perfekt. Perfekt. Freunde, wir sind jetzt hier fertig. Wir sind jetzt alle klatschnass irgendwie, weil wir haben uns noch eben ein bisschen nass gemacht. Und jetzt gehen wir wieder. Und dann mal schauen. Ne, Cheyenne? Ich wohne momentan noch bei meinen Eltern zu Hause. Meine Geschwister sind schon ausgezogen. Ich wohne da mit meiner Mama und meinem Papa. Ja, man kann immer sagen, man wünscht sich ein normales Leben, aber ich sehe das so, das ist mein Leben. So, ich bin da reingerutscht und ich finde es eigentlich relativ cool, so wie es momentan ist, klar. Irgendwann geht es natürlich zu weit, wenn die Leute zum Beispiel schon vor deiner Haustür stehen oder deine Handynummer irgendwie herausfinden und dich anrufen und dich belästigen. Von der neuen Bundesregierung würde ich mir natürlich auch wünschen, dass sie gerade in der Schule auch mehr dieses Thema Politik mit einbinden. Denn gerade ich zum Beispiel muss ehrlich zugeben, ich in der Schule hatte nicht viel mit Politik zu tun und dadurch fiel es mir auch schwer, jetzt in diesem Zeitraum quasi über diese Politik Bescheid zu wissen, so richtig. Denn da finde ich, sollte man einfach mehr in der Schule quasi an Stoff beibringen. Die Wahlen stehen jetzt vor der Tür. Ich wähle dieses Jahr auch das erste Mal. Aber ich möchte da meine Reichweite gar nicht so krass für nutzen, dass die Leute sich für eine gewisse Partei oder so weiter und so weiter entscheiden. Weil ich finde, jeder sollte da seine eigene Meinung haben. So klar, ich gebe halt vielleicht mal Denkanstöße und sage, es ist wichtig, dass sich eine Partei auch für die Menschenrechte einsetzt und dass es denen nicht komplett egal ist. Und, aber so gezielt auf eine Partei, quasi, wo ich sage, ey, wählt diese Partei, das ist so gar nicht meins. Nee. Und wenn ihr noch mehr von Generation Merkel sehen wollt, dann schaut jetzt in der Mediathek vorbei.